Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Ja, eine Hyäne hat einen Ring gefressen von einem Schatzsucher. Und unser Job ist es, diesen Ring wieder zu beschaffen. Und dazu holen wir einfach mal Senu. Ich habe keine Ahnung, wie Senu rausfindet, welcher Hyänerich diesen Ring gefressen hat. Aber Senu hat da scheinbar den Megablick. Jetzt muss ich doch absteigen. The ring Orba, Nebti and Rashidi were looking for. Time to put an end to this. Ja. Ohne Quatsch jetzt. Und jetzt muss ich wieder einen Kilometer in diese Richtung reiten. Ach, ist das kacke. Also manchmal das Spiel hier unnötig. Komplett unnötig. Ich dachte mal, die Pyramiden wären größer. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Ich meine, guck mal, wie klein die hier sind. Mann. Ja, hier auf jeden Fall alles schon in Ruinen. Aber um die Zeit. War der Bau der Pyramiden auch, weiß gar nicht, so 3000 Jahre? Kommt das ungefähr hin? Über 2000 Jahre auf jeden Fall. Müsste das da schon her gewesen sein. Ich kann nicht. Warum brenne ich? Warum brenne ich? Warum brennt mein ganzes Kamel? Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, warum ich gebrannt habe, warum mein Kamel gebrannt hat. Wie ich mich löschen soll, während ich reite. Ich meine, hier ist Wüste, da kann ich mich echt nur im Sand rollen. Ins Wasser springen ist da keine Option. Bis ich da hinten angekommen bin, da bin ich schon locker verbrannt. Ja, ich meine, hübsch ist es hier. Trotzdem, die langen Reitstrecken sind schon ein bisschen unnötig, ne? Die Quest hätte man auch kompakter halten können. Ich meine, es ist jetzt keine schwierige Quest. Und es gibt auch keinen Grund dafür, die Leute, also beziehungsweise die Hyänen und alles so weit weg auseinanderzulegen. Aber gut, ja, so funktionieren die Spiele halt. Da soll man natürlich ein bisschen Zeit einfach mit sinnlos rumreiten verbringen. Bong, bong. So, Jungs, alles gut bei euch? I have bad news. You lost the ring? Nein. You lost the ring? You lost the ring? Turo is dead. Oh, tragic. And the ring? Yes. Quite unfortunate. And what of the ring? Did you find it? I found it. Did you not hear me? About Turo. This mess is their fault. Give it to me. My Magi, come on. These men are ungrateful. It belongs to me. It is mine. I am the one who does all the work. Give it to me. Das eigentlich total gar nicht hingebe. Are you not sad? Your friends have died. In Giza, a friend dies every day. Damn those two! I have to find a ring before they do.
Keep looking, eh? I'm sure it will pop up somewhere. Ah, I will never give up. Oh mein Gott, was ein Haufen Idioten. Okay, wir haben zwei Fähigkeitenpunkte. Ich wollte mir irgendwas holen, aber ich weiß nicht was. Höchstleistungs-EP? Ich wollte mir bessere Höchstleistungs-Dingsies holen, ne? Von leichten Angriffen, ja, das wäre zum Beispiel eine geile Sache. Höchstleistungs-Kettenwurf. Das ist natürlich eine feine Sache. Das ist auch eine feine Sache. Ich weiß gar nicht, was ich haben will. Irgendwas hier bestimmt. Den Kettenwurf. Ich versuche mal den Kettenwurf. Hört sich extrem cool an. Für 3. Ja, okay. Vielleicht versuche ich auch nicht den Kettenwurf. Aber ich wollte ja eigentlich auch in die Quests rein. All die Hyänen nämlich. Nachdem das ja mit den Typen hier, mit den Ringen so super funktioniert hat. Ja, sieh mal einer an. Kaika, danke, dass du dich mit dem Rest von uns Händlern zusammengetan hast. Wir müssen wie besprochen ein Lagerhaus bauen, das groß genug ist, um alle unsere Waren nach Geschäftsschluss zu verstauen. Wir haben genug davon, dass Meret seine Männer schickt und alles durchwühlen lässt, während wir schlafen. Lass mich wissen, wann du Zeit hast, um alles persönlich zu besprechen. Fahr fahren. Okay, Meret ist der Informant, mit dem wir uns treffen sollen. Von daher war die Info doch schon ziemlich gut, würde ich sagen, ne? Gucken wir, quatschen hier mit den beiden auch nochmal. I am keeping far away from the others. And when I find that ring, I will go even farther. Oh, you better hurry. They might find it before you do. No, I will not let that happen. It is mine. Shh. The ring is still missing, but I think it is somewhere close by. I think the others found it. They have not. Have they? Have they? Gah, you are playing tricks on me! Klar. Hey Leute. Oh Mann. So, der Markt von Gizeh, da bin ich ja mal gespannt. Was ist tatsächlich hier? Also Gizeh zu der Zeit schon super verfallen. Time to find the hyena. Must first speak to Mered. Volodoris contact. He is a merchant somewhere in this marketplace. Somewhere? Hm. Das hört sich ja nicht so richtig präzise an jetzt. Bronze. Also ein bisschen Eisen wäre mir natürlich lieber gewesen. Aber hey, man kann es sich halt nicht aussuchen. Allee, hopp. Hallöchen. Ja, ist doch hübsch hier. So. Ah, die Waren sind hinter der Mauer. Welcome to Mered's Wares, Traveler. Mhm. Well, what do you think? Junk? Be off then. I haven't finished. Are you blind? I've nothing left to show you. But you've much to tell me. About the hyena. Ah, funny. As it turns out, that happens to be the most expensive thing I'm offering. Funny indeed. Delivery upon payment. Okay, wie viel wir denn haben? 100 Drachen, sein Ernst? Do you have enough to barter with me? Yeah. Your absurd fee. Now what can you tell me? The hyena is not her real name. Nee.
Easy, easy. A poor attempt at humor, I'm afraid. Where can I find her? Her name is Khaliset. A favor. Some customers of mine took my horse after a dispute. Their camp lies in a quarry just south of here. Take my man, retrieve my horse, and I'll give you what you came for. Ah, how you found yourself in Apollodorus' company escapes me. Yeah. You'll get it for me. If Apollodorus wants my continued service. Khaliset, okay. Schauen wir mal nach. Neue Infos hier. Die Hyäne Khaliset. Auf der Hochebene von Gizeh durchstreift ein Mitglied des Ordens mit dem Namen die Hyäne die karge Landschaft. Gerüchte von Toten und Verschleppten ängstigen die Einwohner. Zahlreiche Relikte, Gräber und andere Mysterien liegen unter dem Sand verborgen, während sich Händler, Grabräuber und Banditen gegenseitig bekriegen. Doch in einem sind sie sich alle einig. In ihrer Furcht vor der Hyäne. Okay, gut. Da sind wir wieder ein Weilchen unterwegs, wie es aussieht. Ich meine, brauche ich seine Männer? Tatsächlich? So, kommt mit, ihr Lappen. Schnappt euch mal irgendein Pferd oder sowas. Okay. Danke, liebes Kamil. Das war Barely. Sehr. He's a necessary ally. Mered rarely keeps protectors as allies. He doesn't trust authorities. But he pays well. Tatsächlich. Kann er sich auch leisten, wenn er so eine unverschämten Gebühren verlangt. So, wie kommen wir denn da am besten ran? Ja, am besten wir folgen hier dem Weg. Okay, einen haben wir schon verloren. Nice. Achso, wir müssen aber eigentlich auch ganz woanders hin, wie es aussieht. Ein erschöpfter Steinbruch. Also ich sehe doch, hier sind doch noch jede Menge Steine. Das Ding kann doch unmöglich leer sein. Ist auf jeden Fall mal eine ganze Menge los, würde ich sagen. Okay, auch interessant. Ich weiß ja nicht, ob ich so ein Fan hier von der Anlage bin. Ich meine, es ist nicht so mega gut bewacht tatsächlich. Es ist halt groß, relativ wenige Männer für die Größe. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viele von den Typen ich jetzt übersehen habe. Sehen? Wahrscheinlich. Es ist Zeit, sich hier zu verkündigen. Ja. Das meine ich nicht. Hier ist es super verwinkelt. Da weiß man tatsächlich nicht, ob man alle gesehen hat. Also man kann davon ausgehen, dass man nicht alle gesehen hat.
Kettenattentat. Ich höre das Kettenattentat. Na toll, das hat ja funktioniert. Schon mehr. Und tschüss. Grüße deine Freunde. Schuss. Das ging doch ganz gut hier. Ich glaube, hier die Seite haben wir relativ leer geräumt. Fuck. Und schon sind die Pfeile wieder alle. Das hier können wir nicht nochmal plündern, ne? Nee. So, muss ich eigentlich die Töte von den Hauptmann bestätigen? Von den Hauptmännern? Ihr wisst schon. Deutsch und so. Genau mein Ding. So, hier wäre auf jeden Fall das Pferd, wenn wir jetzt. Das muss Meretz aus. Listen to tell me his customers were bandits. Ich glaube, die Tode der Hauptmänner müssen wir tatsächlich nicht bestätigen. Kann ich hier den Pfeil mitnehmen? Banditenlager. Reichhaltige Schatztruhen. Ah. Babaev, wir haben das Dorf erobert. Ich weiß, dass du anderer Meinung warst, aber Ptolemäus Philakitai scheren sich nicht um ein Kuhdorf im Hinterland und es ist ein netter Ausgangspunkt für unsere Raubzüge. Schick mir Männer und ich werde sie gut einsetzen. Na
Ja, gut. Hilft den Zivilisten, ja. Später. Erstmal kümmern wir uns hier um den Rest der Räuber und um den zweiten Schatz. Hey! Hey, got you! Ja, da hat er mich ja ganz schön dran bekommen, der Typ. Mensch. Kurz orientieren. Ach, hier lang wollen wir. Haben wir ja schon angefangen aufzuräumen. Also sind das ja schon die letzten drei. Zufällig. Schrei doch nicht so laut, da hört dich noch jemand. Hey! Leitern, saugefährlich. So, ich hoffe, das waren jetzt alle. Zeno, was sagst du? Gibt es noch irgendwas? Ah, da gibt es noch einen hinteren Eingang. Also man kann sich da auch über diese lustige... Schlucht reinschmuggeln scheinbar. Nein, runter bitte. Links, ja. Okay. So, ich würde ja vermuten, hier hängt irgendwo... Wow. Der zweite Schatz rum. In der Tat haben wir hier eine formidable Schatzkammer. Also hier haben sie was ausgebuddelt, wie es aussieht. Okay, hier ist schon der andere Ausgang. Das heißt, irgendwo hier hinten... Und Stoffkristall, okay. Ja, die Folge heute ein bisschen länger. Weil ich jetzt halt nicht unterbrechen möchte mitten im Lager. Das wäre doch ein bisschen zu doof. So, dann krabbeln wir wieder raus, helfen hier den Zivilisten noch, klauen das Pferd. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt Schluss machen würde, müsste ich mich nochmal durch das ganze Lager durchschießen. Ich meine, die Hauptmänner wären dann erledigt, okay, aber alle anderen würden halt wieder leben. Und das wäre dann doch ein bisschen kontraproduktiv.
Ah, der hatte gar nichts zum Plündern dabei. Was? Das macht mich direkt ein bisschen traurig. Ja, der Steinbruch hier zieht sich. Und man sieht, hier oben müssten eigentlich auch noch ein paar Typen rumliegen, die wir erschossen hatten. Beziehungsweise sind die hier runtergefallen? Okay, die haben einfach nichts dabei, wie es aussieht. Schade. So, dann helfen wir mal den Zivilisten. Wie viele Zivilisten haben wir denn hier? Lauf. Die Gefangenen, okay. Die einen Gefangenen haben wir befreit. Da hinten die Rolle haben wir schon gelesen. Also müssen wir nur noch das Pferd klauen. Der Magi soll Zivilisten beschützen. Ja gut, ich habe mir jetzt halt tot geritten, glaube ich. Das kann schon mal passieren. So, dann warte ich jetzt noch auf den nächsten Otto-Speicherpunkt hier. Der jetzt eigentlich mal kommen könnte, finde ich. Sonst habe ich das Pferd gleich abgegeben und das wollte ich eigentlich erst in der nächsten Folge machen. Ja, genau. So bringe ich den auf jeden Fall zum Speichern. Ein Pilum. Den braucht damit. Oh, das hat sogar Eisen gebracht. Ja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir das Pferd hier abliefern. Macht's gut und bis dann. Ciao!